Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Minecraft Hypixel Skyblock. Und damit willkommen zu einem wunderbaren Sonnenuntergang hier in der unbekannten Schenke, welche leider keine Herberge ist, weswegen ich jetzt mich hier erst einmal durch das Gebiet bewege, auf zu einer Strecke, die ich hier nochmal ausgebaut habe. Wie ihr bereits wisst, ging hier die Straße entlang. Und hier habe ich einfach mal meine Brücke angefangen, die ich schätze mal so die ziemlich längste Brücke sein wird, die ich je gebaut habe. Aber vorher erst einmal ins Bett. Zack. Geht doch. Also, ich wollte ja sagen, das ist zuerst so ziemlich die längste Brücke, die ich bis jetzt gebaut habe. Könnte aber auch sein, dass dies nicht die längste Brücke ist. Schließlich habe ich meine super teure Brücke noch nicht fertig. Also, die Brücke, die ich aus Wirrholz gebaut habe und die ich bereits in Reset behandelt habe. Und dann schauen wir mal. Vielleicht wird das mein Thumbnail. Vielleicht aber auch nicht. Muss ich mal gucken. Ich werde das wahrscheinlich wieder zurechtschneiden. Und ja, ich habe hier erst einmal eine grobe Fläche hin. Eine grobe Straße hier lang gelegt, damit ich überhaupt weiß, ob und wie das funktioniert. Und machen wir mal so. Ich wollte ja die ganze Zeit so die Strecke so weit vorbauen und sie genau in demselben Baustil machen. Schließlich bin ich hier in Alt-Farodrak, also muss ich mir hier jetzt nicht die Mühe machen, all das hier in Schwarzstein zu bauen. Glaubt mir, das wäre eine Qual gewesen. Schwarzstein befindet sich nur in Farodrak. Wäre auch noch schöner. Und übrigens, bevor ich es vergesse, zack, da ist eine Brücke. Und der Tod. Was war das denn hier gerade? Hab ich keine Ahnung. Weswegen ich hier diese Todesgrube erst einmal zumache. Sicher ist sicher. Und hier, was wahrscheinlich auch mein Thumbnail werden wird, meine zweite Brücke. Da ist der Wald zu Ende und entlässt mich frisch und frei ins Gelände. Wobei, ganz fertig war ich mit dem Wald auch noch nicht in der letzten Episode. Ich glaube, da hinten an dem Hügel. Da muss ich mich erstmal hochbuddeln, hier runterbuddeln, wieder hochbuddeln. Und deshalb gehen wir erstmal hier frisch und frei lang. Und die ganze Sache hier mit den Fackeln ausstaffieren war auch ziemlich nervig. Zum Glück unterscheiden sich diese Fackeln nicht zwischen Holz, Kohle und normaler Kohle. Das wäre richtig nervig. Und ja, hier an diesem Hügel musste ich echt viel abarbeiten, weil da war hier noch, oder hier, waren noch Höhlenzugänge, die ich erstmal versiegeln musste. Und natürlich Fackeln hinstellen. Ich habe zumindest keine Lust, wenn mir lüstern ein Zombie ins Ohr stöhnt. Und das mache ich auch mal weg. Sieht doch gleich viel besser aus. Ein klein wenig achte ich ja schließlich auch auf die Sicherheit der Besucher hier. Zumindest manche Höhle habe ich versiegelt. Nicht alle, aber ein paar. Oder ich habe, sofern ich Lust dazu hatte, oder Zeit, habe ich da auch überall Fackeln hingestellt, sodass da nichts spawnen dürfte. Ich hoffe es zumindest. Ich kenne mich nicht ganz damit aus. Und deswegen, dass jetzt eigentlich eine relativ kurze Episode sein wird. Weil das hier ist mein Brückenformat. Schließlich sollte man, wenn man hier in so einen Schneesturm gerät, einfach mal einen normalen Weg haben. Und vielleicht, wenn ich noch die Nerven dazu habe, werde ich mich an manchen Gebieten einfach mal eine kleine Hütte mit einem Bett und vielleicht was zu essen hinstellen. Muss ich mal sehen. Wobei, warum eigentlich? Mein reiches Farodrak. Wie man dahin kommt, ist nicht meine Sache. Vielleicht sollte ich mal fragen, wie das jetzt eigentlich um meine Eisenfarm steht. Vielleicht könnte ich damit auch entsprechend... Na doch, ich muss es sogar, wenn es ein Bahnsystem geben wird. Muss ich mal sehen. Und jedenfalls, na Hündchen, hier geht die Straße lang
bis... Gute Frage eigentlich. Bis wo eigentlich? Zumindest hier muss ich den ganzen Berg noch hinbauen. Und ich habe echt keinen Schimmer, in welcher Strecke hier die Straße lang geht. Oh, nicht schon wieder. Ach, Minecraft, das ist nicht dein Ernst. Yep, ich will wieder zurück nach Farodrak. Ist ja die ganze Todesfalle hier. Naja, wie auch immer. Damit hätten wir das auf jeden Fall gleich geschafft. Ich werde mal sehen, was ich als Thumbnail nehme. Und ja, ich glaube, hier habe ich schon das vorbereitet. Das würde auf jeden Fall hier lang gehen. Und dann da, glaube ich, würde es über den Berg gehen. Und wisst ihr was? Ja, es ist zwar nicht ganz mein Stil, aber ich hatte hier in diesem Abschnitt einfach keine Lust, durch den Berg zu graben. Oder mache ich es doch noch? Nö. Das soll nun mal... Das ist nun mal die Herausforderung. Die Nordstrecke ist zwar einfach nur geradeaus. Also ab der Strecke ist sie nur noch geradeaus. Aber man muss halt mehr über Berge gehen, weil ich es hier für diesen Abschnitte nicht nötig behalten habe, dass es sein muss. Dass hier unbedingt durch die Berge gegangen bin. Die Südstrecke geht jedenfalls durch die Berge und deshalb ist es ein bisschen kurvenreicher, aber auch einfacher. Tja, muss halt jeder sehen. Und ja, das war im Grunde genommen alles, was ich zeigen wollte. Wenn ich die Straße erstmal fertig habe, mit diesen Brücken, was noch ein Weilchen dauert, geht's wieder ab nach Farodrak. Vielleicht mache ich aber vorher auch erstmal die Story-Episode fertig, die ich schon lange angekündigt habe. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ab in die Endkarte. Na dann, jetzt ist Schluss, das Video ist vorbei. Gib mir ein Like, wenn es dir gefallen hat. Am besten gibst du den Abo-Knopf auch einen mit. Bei aktivierter Glocke verpasst du keins meiner Videos. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video dann, bis dahin und tschüss.